Die Schlagerparty mit Ross Anthony. Heute mit Feuerherz, Julia Lindholm, Andy Burg, Ben und Sarah Zucker, Vincent Groß, Laura Wilder, Volker Rosin und Mickey Krauser, André Stade und vielen anderen. Herzlich willkommen zu meiner Schlagerparty mitten im Sommer. Vielen Dank an das Deutsche Fernsehballett. Wir werden die Ladies heute noch öfters erleben und da freue ich mich total drauf. Wie ihr seht, ich habe das Studio verlassen und eine kleine Oase beim MDR bekommen. Passt zu mir eigentlich, ne? Denn sie ist ziemlich nah an Wasser gebaut. Es wird alles ganz entspannt heute Abend. Wir werden tanzen, wir werden spielen, wir werden Spaß haben und ein bisschen Sport ist auch dabei. Und wir werden viel Sommermusik hören. Es wird sich anfühlen wie ein kleiner Urlaub. Und das sieht man auch an mir, oder? Oh Gott, warte mal, ich komme zu euch runter. Also ich bin heute euer Rossingo. Und ich finde, ich kann es tragen. Vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal mit Deo ganz bestimmt. Meine ersten Gäste riechen immer fantastisch und singen vor allem mega. Trotzdem haben sie mich im Juni echt geschockt, denn sie wollen in ein paar Monaten aufhören. Ich finde das wirklich schade und viele anderen auch. Ach, sie haben es immer geschafft, ein warmes Feuer in unseren Herzen zu beamen. Hier sind die vier Jungs von Feuerherz mit einmal, zweimal und dreimal! Wache auf und du liegst neben mir. Wie war das letzte Nacht, wie kam ich zu dir? Du warst Prinzessin und ich dein Pilot. Doch die Kostüme liegen irgendwo. Ich fühl mich nackt und das sind wir auch. Wenn du aufwachst, schmeißt du mich vielleicht raus. Doch irgendwie war das mit uns genial. Und ich hoffe, ich seh dich nochmal. Ich will dich nicht nur einmal, zweimal. Ich will dich keine dreimal, viermal. Nein, das wär nicht genug für mich. Auch fünfmal reicht mir nichts. Ich will dich nicht nur einmal, zweimal. Ich will dich keine dreimal, viermal. Ich will dich für ein Leben. Ich will dich nicht nur einmal.
Applaus von zu Hause aus, die klatschen, die applaudieren, danke, die danke, springen. Danke, 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 Sie. Die haben Spaß. Oh. Mein Gott, seht ihr gut aus. Nicht so gut wie ich, aber das, das kriegen wir hin. Geht's euch alle gut? Sehr gut. Yes. Ja. Ich muss sagen, ich war ziemlich geschockt. Ne? Man denkt halt, ihr wird in den letzten paar Monaten schon wirklich gefragt, nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal, aber warum hört ihr denn auf? Bitte sag uns alle, warum? Ich glaube, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist und es läuft gerade so gut. Und wir haben angefangen Anfang 20, jetzt sind wir Ende 20 und wir denken, wir sollten uns allen die Möglichkeiten geben, sich menschlich und künstlerisch weiterzuentwickeln. Die Tür bleibt offen, man weiß nicht, was in Zukunft kommt. Schön gesagt. Also seid ihr dann genauso alt wie ich? Ah, du bist doch jung. Du bist noch jünger. Viel jünger. Also ich habe jetzt eine tolle, ganz lustige Frage. Kann einige von euch Instrumente spielen? Ja? Ja. Ja. Was denn zum Beispiel? Klavier. Und was ist mit einer Gießkanne? Können wir da Musik drauf machen? Achso, ich gebe das dir mal, weil das hat eigentlich hinten deinen Namen drauf. Und was ich von dir erwarte, dass du die aktuelle Song von euch, ne, einmal, zweimal, dreimal, da drauf bläst. Kannst drauf du das bläst. Versuchen? Ja. Ich kann schon, ja. Okay. Wow! Wow! Das war aber nicht schlecht. Mega. Aber ihr müsst alle ein bisschen aufpassen, ne? Weil ihr bekommt alle eine Gießkanne. No. Ja, weil ihr habt gesehen, ihr habt ein bisschen gelacht. Ne? Ja. Jetzt lacht ihr nicht mehr. Ne? Und ihr müsst ein bisschen üben, weil wir spielen was ganz Tolles zusammen ein bisschen später. Und da freue ich mich total drauf. Ne? So, bis gleich, meine Lieben. Ja, es wird ganz, ganz toll. Ich habe ja schon ordentlich gepustet. Ich habe ein ganzes Schlauchboot aufgeblasen. Und das brauchen wir gleich zum Spielen. Aber jetzt erst einmal kommt ein Künstler mit noch mehr Tiefgang, Andy Burg. Und mit ihm kann man wirklich nicht untergehen. Weil ich die einfach mag, darum denke ich nur an die den ganzen Tag. In meinem Herzen, da bist nur du und sonst niemand auf der Welt, das kannst mir glauben. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich will doch bei dir sein. Komm, leg den Arm um mich und sag ihm morgen nur die, das könnte der Himmel sein. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich bin doch da für dich. Ich hab dich einfach gern, das sollst du immer spüren, ein ganzes Leben lang. Weil du was Besonderes bist, darum weiß ich ganz genau, es gibt nur dich. Und dann träum ich von dir und mir, und dass wir zwar glücklich sind in dieser Nacht. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich will doch bei dir sein. Komm, leg den Arm um mich und sag ihm morgen nur die, das könnte der Himmel sein. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich bin doch da für dich. Ich hab dich einfach gern, das sollst du immer spüren, ein ganzes Leben lang. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich will doch bei dir sein. Komm, leg den Arm um mich und sag ihm morgen nur die, das könnte
das sollst du immer spüren, ein ganzes Leben lang. Ich hab dich einfach gern, das sollst du immer spüren, ein ganzes Leben lang. Vielen Dank an die Burg. Und damit kommst du übers Wasser ganz leicht zu uns. Achso, ich hab's nicht geschafft. Achso, dieser Sommer ist anders. Viele müssen ihre Pläne ändern. Das gilt auch für ganz viele Sommersportler. Denn eigentlich hätte es im August in Tokio die Olympischen Sommerspiele gegeben. Das ist schade. Aber es gibt zum Glück uns. Denn wir sind heute Abend so eine Art olympische Schlagerspiele. Mhm. Deshalb haben wir als Schiedsrichter einen Olympiateilnehmer und Weltmeister hier. Franz Anton, wie man sieht. Wahnsinn. Ich kläre Sie später noch auf. Nur so viel kann ich sagen. Volleyball ist olympisch. Beachvolleyball wird zum Beispiel seit 1996 bei Olympia ausgetragen. Boomerangwerfen hat es allerdings noch nicht ins Turnier geschafft. Das verstehe ich gar nicht. Denn bei den Olympischen Spielen werden echt viel weggeworfen. Ja, Hammer, Scheiben, Speere, leere Wasserflaschen. Jetzt habt ihr gelacht, ne? Ich finde, Boomerangs sollten auf jeden Fall dazuhören. Laura Wilde scheint in dieser Disziplin gar nicht schlecht zu sein. Denn für sie ist lieber ein Boomerang. Willkommen, Laura Wilde! Doch schon tausendmal so angesehen. Ich frag mich nur, was hält dich auf? Spürst du nicht auch dieses Kribbeln im Bauch? Mein Herz zerspringt wie Glas, wenn wir uns manchmal sehen. Nur das richtige Wort von dir, ich könnt nicht widerstehen. Komm zu mir. Heute Nacht, Liebe ist ein Boomerang, denn alles fängt von vorne an. Lieb mich jetzt nicht irgendwann. Komm zurück, wenn du willst. Liebe ist ein Boomerang, wir warten noch schon viel zu lang. Küss mich jetzt nicht irgendwann. Die erste Liebe nie vergisst. Und warum passiert das jetzt gerade mir? Schon seit Wochen träum ich nur noch von dir. Wenn du das Meer bist, dann lass mich nur deine Insel sein. Und wir fliegen wie auf schneeweißen Wolken in den Himmel hinein. Komm zu mir. Heute Nacht, Liebe ist ein Boomerang, denn alles fängt von vorne an. Lieb mich jetzt nicht irgendwann. Komm zurück, wenn du willst. Liebe ist ein Boomerang, wir warten doch schon viel zu lang. Küss mich jetzt nicht irgendwann. Fühle ich mich wie ein Blatt im Wind. Spürst du nicht auch, dass wir zusammen unschlagbar sind? Komm zu mir heute Nacht. Liebe ist ein Boomerang, denn alles fängt von vorne an. Lieb mich jetzt nicht irgendwann. Komm zurück. Liebe ist ein Boomerang. Wir warten doch schon viel zu lang. Küss mich jetzt nicht irgendwann. Wir warten doch schon viel zu lang auf das, was noch passieren kann. Wow, was für ein toller Song. Vielen Dank, Laura Wilde. Und wie ein Boomerang kommt sie später noch einmal zurück. Ah, wo kommt das denn her? Oh Gott. Von mir. Ah, Vincent Groß. Hey. Warum bist du denn hier? Hä? Hast du nicht gesagt, komm vorbei?
Ach so, ja doch, weil ich brauche Unterstützung. Ne? Wie man sieht, es ist ziemlich viel los hier. Ne? Und ich habe gedacht, ich brauche natürlich jemanden, der genauso sportlich ist wie ich. Und dann habe ich an dich gedacht, weil du ein schwarzes Gürtel hast. Ne? Also eigentlich zwei schwarze Gürtel. Zwei? Ja, Taekwondo. Beide für Taekwondo? Genau, zwei schwarze Gürtel im Taekwondo und ja. Was muss man machen so? Das ist vor allem so eine Verteidigungskunst, wo man mit Füßen kickt und so, ja. Und Wettkampf, und da war ich auch ein bisschen unterwegs, hab das lang gemacht, ja. Ja, aber nicht mehr. Nee, jetzt mache ich Musik und ich bereue es keine Sekunde. Die Wahrheit, meine Lieben. Mit 12 hat er das gemacht anscheinend, ne? Nee, so. Bis 18. Also ich muss sagen, du siehst ziemlich fit aus, ne? Aber also, trainierst du auf jeden Fall ziemlich viel, ne? Danke, ich versuche mich ein bisschen fit zu halten. So, ja. So mit dem Kreuz, ich sagte eins, passt du bald durch keine Tür mehr, mein Lieber, keine normale Tür. Aber ich habe gelesen, du wolltest unbedingt Motorbootprüfung dieses Jahr machen, aber ging leider nicht, ne? Ja, momentan in den Zeiten, finde ich, hat man ja endlich mal Zeit, um seinen Hobbys nachzugehen. Und ich wollte mit meinen Freunden so schön an die wunderschöne Küste in Kroatien. Oh, so. Wir hatten schon eine Villa rausgesucht am Strand und da wollten wir gemeinsam Motorbootprüfung machen, dass wir an der Küste rumfräsen können halt. Aber gut, dieses Jahr ist es nicht ganz was geworden, aber fürs Schlauchboot auf dem Baggersee hat es gereicht. Ich sehe das bildlich jetzt vor mir. Ja. Du auf dem Schlauchboot. Das war aber lustig, das ist auch gutes Training. Also, ich gebe dir erstmal dieses Gerät. Für was? Weil das werden wir auf jeden Fall später gebrauchen. Denn wir freuen uns jetzt erst einmal auf einen Künstler, der sich entspannt zurücklehnen kann, wie wir hier. Denn er hat in seiner jungen Schlagerkarriere schon richtig viel erreicht. Und ich freue mich jetzt auf Ben Zucke und auf den Sommer, der nie geht. Und du gehst auch nicht. Wir brauchen dich noch. Die Welt macht mit uns, was sie will, doch wir halten nicht mehr still. Wir haben nur ein Leben, auch wenn jeder uns für Spinner hält, man uns jeden Tag erzählt, wir sollten besser lernen, normal zu werden. Doch wir sind in unseren Traum verliebt. Und nur diese Liebe nehmen wir mit. Zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie geht, wo um Mitternacht die Sonne immer noch am Himmel steht. An den Stränden, die nie enden, fängt was Neues für uns an. Wir werden dieser Welt beweisen, dass man Träume auch heute noch leben kann. Die Zeit rast wie ein Düsenjet, ein Tag ist so schnell weg und mit ihm ein Stück vom Leben. Auch wenn das den meisten so gefällt und ein Tag für die nicht zählt, für uns zählen schon zwei Stunden, sogar Sekunden, denn wir sind in unseren Traum verliebt. Und nur diese Liebe nehmen wir mit. Zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie geht, wo um Mitternacht die Sonne immer noch am Himmel steht. An den Stränden, die nie enden, fängt was Neues für uns an. Wir werden dieser Welt beweisen, dass man Träume hat.
13. Super. Den habe ich. Komm, nochmal. So, nochmal zu mir. Weiter für dich. Komm. Yes! Perfekt. Oh, wundern Sie sich nicht. Wir haben uns eine neue Sportart ausgedacht. Ne? Die nennt sich Baller Baller. Und sie ist genauso lustig, wie sie heißt. Also, jetzt bist du dran. Hey! Oh! 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 Home run. Also, Vincent, gibt es eigentlich noch eine Sportart, die du unbedingt ausprobieren möchtest? Eine Sportart? Mhm. Ich wollte schon immer mal so Turmspringen machen, weißt du, so vom 10 Meter mit einer Schraube und allem Zeug. Aber du, mehr als ein Rückwärtssalto vom Fünfer oder so lag nie drin. Ach, das geht nicht. Ja. So, nochmal. So. Oi. Oh. Was ist eigentlich mit Bungee Jumping? Bungee Jumping? Hey, da wäre ich direkt dabei. Ich bin, bin ja immer schon so ein bisschen so ein Adrenalin-Junkie. Und die Vorstellung, weißt du, du stehst da so an der Klippe, Seil hinten dran. Das ist schon. Oh Gott, also mich konntest du nicht in einem Saal von einer Brücke oder einen Kran stürzen. Nee, niemals. So laut könnte ich gar nicht schreien. Ich käme mir vor wie ein Himmelfahrtskommando, ne? Die beiden Mädels von Rotblond haben jetzt eine Mission. Ihr gefährlich guter Auftrag heißt Singen und Tanzen. Natürlich gemeinsam mit unserem deutschen Fernsehballett. Kersten, komm bitte schnell rüber zu mir. Ja, wir haben für euch ein Schlauchboot gechartet. Ja, ich weiß, euch wurde ein Kreuzfahrt versprochen. Nun wird es eine Fahrt, die ins Kreuz geht. Aber ihr passt das. Ihr packt das auf jeden Fall. Also ich steige jetzt zu Micky Krause im Boot. Hallo mein Lieber. Schön, dass du hier bist und nicht auf Mallorca bist. Also, ja, und wenn ich mich zwischen dir und einer Kreuzfahrt entscheiden müsste, du würdest mir sehr fehlen. Hast du eigentlich momentan sehr viel Freizeit? Ja, also ich bin ja seit 13. März arbeitssuchend und ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Ja? Und ich muss sagen, die sind wirklich sehr nett. Ach so.
Ihr seid da. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir werden jetzt spielen, also ich mit Micky, ne? Und ihr gemeinsam gegen uns. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, Micky, ne? Ach, ja? Mit Sicherheit. Also wir haben heute die Olympischen Schlagerspiele. Ihr habt sicherlich schon davon was gehört, ne? Uns erwartet was ganz Besonderes. Und ich habe den besten Schiedsrichter, den man haben kann. Ganz neutral, denn er ist gebürtiger Schweizer. Vincent Groß, was müssen wir denn machen? Also als erstes dürfen unsere wunderschönen Cheerleader einmal die gesamten Enten, das sind insgesamt 2x50 Enten, hier im Teich, einfach in den Teich werfen. Am liebsten so weit, wie ihr könnt. Wir machen es ihnen nämlich nicht einfach. Wir sind hier bei den Olympischen Schlagerspielen. Haut die Enten mal einfach nicht direkt in den Eimer und auch nicht auf den Kopf. Richtig, genau, richtig schön weit. Die Roten nicht so weit. Alles auf einmal werfen. Quer weht. In unsere Richtung, in unser Boot. Mädels, ihr könnt uns doch nicht in den Rücken fallen, bitte in die Nähe. Genau. Geht schon los? Nee. Also die zwei Teams, ihr bleibt noch zurück. Denn es ist so, eure Disziplin, Ross, gut zuhören. Eure Disziplin heißt Entenfischen. Einer von euch steuert das Boot, der andere fängt die Enten. Okay. Ganz wichtig, nur die Enten in eurer eigenen Farbe. Das heißt, Team Ross und Micky, wir sind blau. Ihr fangt die gelben Enten, genau. Die gelben? Und rotblond, ihr kümmert euch um die roten Artgenossen. Soweit, so gut. Alle gefangenen Enten kloppt ihr in den Eimer hinein. Ja. Und seid aber schnell, denn ihr habt nur 45 Sekunden, was? Um alle Enten einzufangen. 45 Sekunden? Genau. So viele wie möglich. Oder, wenn ihr es schafft, die alle einzufangen, dann weniger. Und ihr müsst so schnell wie möglich zurück zu mir kommen. Die Mädels sind viel näher dran. Nein, sind alle Enten im Wasser? Ach ja, fertig, los. Nein. Auf die Plätze. Fertig und los. So, es geht direkt los. Ross Anthony gibt Vollgas. Und er greift über die Steuerbordseite an. Und er haut die Pille ins Netz. Es ist unglaublich. Super, Ross mega. Und Micky, sie führen. Sie haben schon die ersten 5 Enten gefangen. Rotblond, naja, das Boot hat sie im Griff, aber da geht noch mehr. Sie versuchen hier sogar noch mit der Flosse hier ein paar reinzuschaufeln. Rotblond, das geht noch besser. Ich weiß, dass ihr das könnt. Micky hat mir vorhin gesagt, dass er den Bootsschein hat. Das sieht aber noch nicht ganz so aus. Ja, okay, sehr gut. Sehr gut. Wir haben noch genau 15 Sekunden, um so viele Enten. Rotblond, ich glaube an euch, ihr schafft das. Haut die Pille in den Eimer. Seid ihr bereit? So, wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1. So, die Zeit ist um. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Rudert einmal zurück zu mir in den Heimathafen. Und dann kontrollieren wir mal, wer am meisten Enten fängt. Du Enten fangen solltest, keine Algen. Einmal zurück zu mir, natürlich mit Abstand. So, Melanie, Kerstin, ihr könnt zu mir kommen. Und Ross. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Also, ich bin auch sehr gespannt. Wir zählen. Einmal, was ich sehe. Du solltest keine Alle meine Entchen will ich jetzt hier einmal vorgezählt von dir bekommen. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nicht bescheißen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Enten für Gelb. Jetzt gucken wir mal, ob das Team von Rot-Blond mehr hat. Es war nicht so gut. Sorry. Ich habe mein Bestes gegeben. Raus und ans Wasser. Ist egal. Braut rein. Wir haben die DLRG hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25. Wir haben's. Ich glaube, das Urteil ist klar. Gewonnen hat das Team von Rotblond. Ein Riesenapplaus. Au! Und wie es sich bei den Olympischen Spielen auch gehört, winkt dem Siegerteam ein echter Lorbeerkranz. Natürlich mit Sicherheitsabstand. Nein, du bist gekrönt. So, perfekt. Nummer 1. Dankeschön. Und Nummer 2 für dich. Ross, jetzt mal ganz ehrlich. Okay, dafür müssen wir jetzt nicht so blöd aussehen. Also, Entschuldige bitte. Ich würde sagen, dass wir verloren haben. Entschuldige bitte. Ihr habt euch einen Riesenapplaus verdient. Gratulation an die Mädels. Ja, fantastisch. Ross, du kannst auch klatschen. Das haben sie gut gemacht. Dankeschön.
Ihr wart aber auch fantastisch. Vielen Dank, Mikina. Wir sehen uns ein bisschen später. Oh, mal so. Der Flamingo kann auch baggern. Nein. Nein, nicht anbaggern. Baggern. Toll, oder? Aber unsere Freizeitsportler aus Leipzig können das natürlich viel besser als ich. Hallo Leute, braucht ihr noch einen Ball? Und ich sehe sogar einen Schiedsrichter, der Franz. Hallo Franz, also komm doch runter zu mir, mein Lieber. Du bist nämlich mein Urlaubsbekanntschaft, ne? Ja. Ja. Wann und wo haben wir uns kennengelernt? Es war 2015 in Antalya. Ja, war das eine wilde Zeit? Also es war eine wunderschöne Zeit, muss ich einfach mal sagen. Also die Woche war unbeschreiblich. Also die meisten Leute natürlich kennen dich als erfolgreichen Slalom-Kanuten. Ne? Was hast du eigentlich alles ergattert? Also ich sehe einige hier, ne? Ich habe was mitgebracht, ja. Zweimal Weltmeister bin ich geworden. Wirklich? Vize-Europameister. Wow. Wirklich? Ja, deutsche Meistertitel, Weltcup-Sieger. Was kannst du eigentlich noch erreichen in deinem Leben? Den Olympiasieg, den brauche ich noch. Olympiasieg, mhm. Das schaffen wir, oder? Das habe ich auf jeden Fall vor. Machst du gerade ein bisschen Urlaub oder trainierst du immer noch? Komm, sei ehrlich. Ich habe Urlaub gemacht und jetzt hat das Training wieder begonnen und ich habe auch direkt Muskelkater bekommen, aber das gehört dazu und das freut einen auch, wenn man da einfach merkt, dass der Muskel wieder wächst und dass er da auch Beschäftigung sozusagen. Also lieber Andi, du solltest nicht auf den Trockenen sitzen. Komm mal hier. Ich habe dir was mitgebracht. Dankeschön. Das ist ganz lieb. Darf ich das auch wirklich probieren oder hast du das gefunden? Es ist speziell für dich gemacht, ne? Sieht gut aus, ne? Das schmeckt so gut, wie es ausschaut. Ja, Wahnsinn. Wir sind eigentlich hier ein bisschen umrand von Wasser, ne? Ja. Und du bist wie ich auf viele Kreuzfahrten nur. Ach so, ich dachte, das ist das Wasser, wo du gerade mit dem Schlauchboot warst. Nein. Nee, du bist wirklich auf viele Kreuzfahrten wie ich und so. Wirst du nie seekrank? Nein. Wirklich nicht? Nein, habe ich einfach nicht. Es kann schaukeln oder so. Ich kann Bedenken haben, dass das hält. Guck mal. Und guck mal, wer da ist. Ja. Mein Schaukel in diese Richtung. Schönes Lied, ganz toll. Danke. Oh, wieder schön, dass du da bist. Das ist aber sehr schön. Ein wunderschönes Lied hast du uns mitgebracht. Wie toll ist das, ne? Wir kennen uns jetzt ziemlich lang, ne? Es war, könnte ich wirklich sagen, Liebe auf den ersten Blick, ne? Ja, du konntest damals 2016 wirklich kaum Deutsch. Nee. Und jetzt redest du zu viel. Das sagt gerade der. Aber weißt du was? Ich habe das von dir gelernt. Ich habe das nur von dir gelernt. Das war eine super Antwort. Oh, schade. Ja. Nee, ich freue mich total, hier zu sein. Ich fühle mich richtig wohl. Und du siehst fantastisch aus. Und du auch. Wie, ich habe mich vorhin gefragt, wie heißt die Flamingo? Also ich heiße Roxingo und das ist Mini-Ingo. Mini-Ingo. Ja, Mini-Ingo. Ja. Aber ich muss sagen, ich freue mich wirklich, dass du heute dabei bist, weil du wirst mich ein wenig begleiten. Ne? Und da freue ich mich natürlich. Ich mich auch. Ja, du wirst mich unterstützen, da freue ich mich wirklich. Und weißt du was? Nee. Eigentlich könntest du jetzt anfangen. Ne? Warte mal, ich habe eine Moderationskarte hier. Ja, guck mal hier. Guck mal, das kannst du für uns dann alle sagen. Ne? Da reiche ich rüber. Das alles da. Einfach nur, da ist deine Kamera. Du kriegst deinen Text, ich krieg was zu trinken. Sehr gut. Da hast du gut. Geteilt, ja. Ne? Okay. Dann leg los. Jetzt kommt ein Mann. Also das ist ja schon mal gut, ne? Ja. Ja. Dieser Mann ging schon vor 25 Jahren durch Feuer, Wind und Eis. Also es klingt ein bisschen, als wäre er in Schweden gewesen. Oh ja, könnte sein. Ja. Nee, natürlich nicht. So hieß sein erster großer Hit. Er ist nicht nur ein gestandener Sänger, sondern auch ein erfolgreicher Produzent für andere Künstler. Er ist ein Musikant durch und durch. Er ist unsere Musikantenstade. Willkommen, André Stade! Yay! Du und ich, wir sind das, was wir als Glück beschreiben. Du und ich lassen Liebe auf das Leben reimen. Wir sind wie der Nabel unserer Welt, sind bedingungslos in guten Tagen, schlechten Tagen, passen auf uns auf. Die Liebe sind wir, alles mit. Das Leben schreibt, die Liebe sind wir.
lässt den Raum völlig bunt zu denken. Du und ich lassen uns niemals von einem Drehbuch lenken. Wir sterben für den Augenblick, sind frei und leicht in guten Tag, schlechten Tag, ohne ein Tabu. Die Liebe sind wir, alles mit dir ist wie der Grund, warum man lebt. Mit zwei sind wir ein offenes Buch, in dem das Leben schreibt. Die Liebe sind wir, alles und hier ist das, was ewig bleibt. Wow! Vielen Dank, André Stadau, mein Gott! Wow! Die Liebe sind wir und wir sind hier. Ich meine, Julio und ich, ne? So viel Liebe könntest du nicht mehr an diesem Tag bekommen, glaube ich. Ja, das stimmt. Ihr seht aus wie die geborene Liebe, ja? Aber worüber ich mich sehr freue, ne? Anfang nächstes Jahres kommt ein nagelneues Album von dir raus. Oh, erzählt ja uns ein bisschen davon. Und wie vielte Album ist das eigentlich? Also endlich kommt es raus. Das ist tatsächlich das neunte Album. Wow. Und, neunte Album? Ja, ich mache das schon 25 Jahre. Wow. Ich bin ein alter Sack. Nein, du siehst immer noch so gut aus, mein Lieber. Oh, aber ich habe gehört, du spielst ganz viele Instrumente. Ja. Aber bist du auch so ein Spielertyp? Nein, also kein hundertprozentiger, aber hin und wieder würde ich gerne, also, oder kann ich gut spielen, aber ich bin kein Spielertyp. Und weißt du, gegen wem du spielst? Oder spielen willst? Du sagst es mir sicher gleich. Nicht! Genau. Also, ich könnte das nicht da gehen kann lassen. Ich eigentlich nur verlieren. Ja? André Stade spielt jetzt und hier gegen unseren Ross. Und zwar das große Schlagerraten. Und dafür haben wir für euch ein ganz besonderes, tolles Orchester organisiert. Unsere Gießkannenband bestehen aus Feuer, Herz und den Schlagerpiloten. Hi nochmal zusammen. Ich freue mich, euch zu sehen. Also die Männer hier, die sind richtig motiviert. Anscheinend, ja. Man anscheinend, sieht das, ja. Und unsere glorreichen Sieben werden für euch ein Refrain, okay, eines großen Schlagerhits verblasen. Wirklich? Verblasen. Verblasen? Nee, ui. Das Wort des Jahres 2020. Verblasen. Vorblasen. Das wird lustig. Ja. Also wir würden das für euch spielen mit den Gießkannen. Ja. Genau. Und den Lied müsst ihr erkennen. Also ist ganz leicht. Okay. Und wer das Lied erkennt hat, schreibt einfach heraus. Okay, ja, okay. Und wenn die Antwort richtig ist, bekommt ihr einen Punkt. Okay. Okay. Habt ihr das, meine schwedische, deutsche, wir haben Erkläre das super verstanden, du machst super das fantastisch. Und wenn ich, wenn falsch sage, kriegt er den Punkt? Oder? Nee, dann krieg ich einen Punkt. Ah, okay. Oh, so das ist die schwedische Regel. Ja, genau, also, ich kann auch gewinnen, ich muss ja auch dabei sein. Genau, also seid ihr bereit? Ja, okay. Ja, okay. Wir sind bereit. Kleiner Hinweis noch. Ja. Alle Lieder handeln sich alle von wirklich schönen Urlaubszielen. Wow, es kann nicht so schwer sein. Okay, wir sind okay, bereit. Also, so, Jungs. Dann kommt das erste Lied. Jungs, Gießkannen hoch.
und los geht's. 3, 4. An der Nordseeküste, an der Nordseeküste. Wow. Okay, wir schauen mal nach, ob das stimmt. Und von wem war das? An der Nordseeküste. Wow! Ein Punkt hast du schon. Klaus und Klaus, oder? Kann das sein? Klaus und Klaus. Ja. Richtig. Ein Punkt für André. Ah, sogar 2 Punkte eigentlich. Er hat auch Nein, nein, nein. Den einen Punkt gebe ich hier. Also, ja. Ein Punkt. Ja. Super. Also, nächstes Lied. Okay. Seid ihr bereit? Los geht's! 3, 4. Santa Maria! Oh, das weiß ich! Hey. Lass uns hören! Santa Maria! Ich bin aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In den Fieber, das wie Feuer brennt. Das ist ein toller Song. Wow. Toller Song. Song. Also, ja, wirklich, ganz toll. Jungs, 1-1. Oh mein Gott. Und wir haben nur noch einen Song. Nee. Ich glaube, dass Ross echt schneller hört als ich. Warte mal. Sag mal, also, spielt mal kurz. Nein. Seid ihr bereit? Rüber. Kommt wieder rüber. Wir haben wirklich nur einen Song? Nur einen Song. Okay, okay. Jungs? 3, 4. Ich war noch nie was in New York! Ohne Jungs! Lass uns gucken, was ihr in der Werbung seid. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Vielen Dank, und damit hat Ross gewonnen. Ich hab's gewusst. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Vorteil, dass ihr ein bisschen näher an die Jungs gestanden bin. Das ist okay. Ich bin ja kein Spielertyp. Ich kann gut damit leben. Aber das hat wirklich so viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Oh, danke. Ich habe wirklich auch viel Spaß. Es war total lustig. Danke, danke, mein lieber André. Ne? Sehr gerne. Und bei dir war das auch cool? Ja, das war super. Ich würde das gerne nochmal machen. Also, ja, wirklich? Ja. Also machen wir gleich, machen wir gleich. Und weil sie es so schön gemacht haben, jetzt darf unsere Gießkannenbahn selbst nochmal singen. Also ein Teil davon. Der jüngere Teil. Ja, tut mir leid, lieber Schlagepiloten, ne? Aber ihr seid später nochmal dran. Mit Feuerherz geht es jetzt an den Strand. An einen richtig tollen Strand. Dorthin, wo der Sand fein und ganz weiß ist. Hier sind das Deutsche Fernsehballett und Feuerherz.
dieser Moment, denn das hier doch für immer wär. Baby, glaub mir, ich will nur dich und deine Lippen, deine Küsse im Sternenlicht, der weiße Sand auf unserer nackten Haut. Oh mein Gott, du siehst so bezaubernd aus. Baby, glaub mir, ich will nur dich. Ich spür doch ganz genau, du bist heiß auf mich, mich. Weißer Sand auf nackter Haut, nur der Mond hat zugeschaut. Weißer Sand und Lust auf mehr, wir wollten alles und noch viel, viel mehr. Von dem deutschen Fernsehballett. Also, jetzt ist der Moment, worüber ich mich sehr gefreut habe. Jetzt kommen wir zu einem Newcomer. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte junge Musiker fördern. Mit Julia hat das bereits wunderbar funktioniert. Vielleicht klappt es auch mit ihm. Er hat bisher vor allem für anderen gearbeitet, als Songwriter und Produzent und sehr erfolgreich sogar. Nun tritt er selber ins Rampenlicht. Sein Name ist Chris Kroner. Oh, ich freue mich total drauf. Chris, schön, dass du da bist. Endlich habe ich dich in meine Show. Da freue ich mich wirklich. Aber du musst mir eine Sache aufklären, ne? Okay, du redest von Volkspop, aber ich kenne eigentlich nur Volksrock'n'Roll. Kannst du mir das ein bisschen aufklären? Ja, klar. Ich habe die letzten drei Jahre an meinem Album gearbeitet und habe eben viele Richtungen gemacht. Also Pop, Volksmusik. Mhm. Und mir war es aber wichtig, am Ende eine klare Facette reinzubringen. Und das ist traditionelle Volkspop, genau. Das ist super, das ist wirklich super. Wir hören gleich dein erster selber komponierte Song. Genau. Ne? Und es gibt auch hoffentlich auch bald ein Album dazu, ne? Dankbar. Worüber bist du eigentlich oder wofür bist du dankbar? Für sehr, sehr vieles in meinem Leben. Also der Song jetzt auch, also Dankbar ist nicht nur der Albumtitel, sondern auch ein Song auf meinem Album, der meiner Oma gewidmet ist, bei der ich aufgewachsen bin. Und das Album Dankbar handelt halt einfach von den traditionellen Werten, das, was mir als Mensch sehr viel bedeutet, meine Einstellung zum Leben, Familie, meine Freunde aus Bayern an dieser Stelle, Servus alle. Genau, und einfach das echte Leben genießen. Darum soll mein Album gehen. Genau. Also, du hast wirklich eine tolle Art, fantastisch. Und ich habe es auch gelesen, dass dein älterer Bruder Daniel auch mitgeschrieben hat am Album. Ja. Ne? Wie war das, so diese Zusammenarbeit? Und seid ihr eigentlich deine Familienunternehmen? Ja, also Dani ist der beste Bruder, den man sich vorstellen kann. Ich habe mit ihm das ganze Album geschrieben. Er ist auch irgendwo hier. Ja, er ist hier auch, ne? Genau. Er ist auch hier und mein musikalischer Unterstützer schon immer gewesen. Und es ist einfach toll, mit ihm zu arbeiten und das Projekt zusammen aufzuziehen, weil wir uns einfach unglaublich lieben. Wahnsinn. Ich könnte stundenlang mit dir reden, aber ich glaube, die Zuschauer wollen auf jeden Fall was hören. Ne? Also ich wünsche dir wirklich all der Glück der Welt für diesen wunderschönen, vielen, tollen vielen Albumstart. Ne? Du hast es auf jeden Fall verdient. Und wir wollen jetzt dich hören. Also du darfst natürlich ab auf die Bühne gehen. Okay. Mein Lieber. Toll, toll. Wir freuen uns auf dich. So, dein Platz da oben. Unsere Zuschauer können auch auf meineschlagewelt.de nachschauen. Da gibt es noch viel mehr Infos über den Chris. Und hier ist er zum ersten Mal in meine Schlagerparty. Hier ist Chris Kronauer und er ist M-E-G-A, also einfach mega. Wir sind seit Wochen unterwegs, tauchen ab in diese Stadt. Frag mein Herz, wofür es schlägt. Ich war viel zu lange auf der Suche und zählte jede Minute. Damals hab ich dich gesehen, es hat einmal kurz geblitzt. Alle Zeiger blieben stehen, ich war viel zu lange auf der Suche und zählte jede Minute. Und ich weiß, ein Lächeln reicht, und meine Welt wird wieder leicht. Ey, du bleibst für alle Zeit meine Hymne des Lebens. Denn du bist M-E-G-A, du bist mega und alles ist egal, solange du einfach bei mir bist. Denn du bist M-E-G-A, du bist mega. M für meine Eins, E für Ewigkeit.
auch weh. Ich werde immer bei dir sein. Rollst die Steine aus dem Weg. Ey, mit dir, da lieb ich jede Minute. Jede eine Minute. Und ich weiß, ein Lächeln reicht. Und meine Welt wird wieder leicht. Ey, du bleibst für alle Zeit meine Hymne des Lebens. Denn du bist M-E-G-A, du bist mega und alles ist egal, solange du einfach bei mir bist. Denn du bist M-E-G-A, du bist mega, M für meine Eins, E für Ewigkeit, G für groß und A für alle Zeit. Wie du alles drehst. Du bist voller Sensationen. Ein echtes Wunder und ein Phänomen. Eine unter Millionen. Denn du bist mega. Und bei uns gibt es jetzt ein bisschen olympischen Sportgeist. Uiuiui. Sie sehen gerade bei den Schlagerspielen. Du machst das super. Den Kampf der Blondinen. Kampf der Blondinen. Naja, momentan ist unsere Schlagerparty gerade eher ein bisschen eine Schlägerparty. Wusstest du eigentlich, dass Badminton schon seit 1992 olympisch ist? Natürlich. Wobei der Wettkampfsport Badminton hat klare Regeln. Das, was wir hier gerade also als Federball bezeichnen, glaubt er nicht. Ja, also. Aber das ist gut, das ist gut. Das wird mega. Doch. Regel Nummer 1. Ich gewinne. Ja. Aber sag mal, du hast ja auch so eine olympische Sportart betrieben. Ja. Warum hast du eigentlich damit aufgehört? Du meinst? Du hättest ja für Olympia trainieren können. Du meinst jetzt mit Taekwondo? Genau. Ich war tatsächlich 5 Jahre in einem... Ja, also den kriege ich ja nie. Ich war 5 Jahre in einem olympischen Leistungssportgymnasium und habe da auch gekämpft in Europa. Aber ich, Hand aufs Herz, meine Leidenschaft war bei der Musik und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich bin ganz froh, weil sonst hätte ich dich nicht kennengelernt. Oh. War das toll. Chris Konauer hat vorhin von seinem großen Bruder erzählt, der ein großer Unterstützer ist. Und bei meiner nächsten Künstlerin war das genauso. Sie hat den Sprung ins Musikbusiness geschafft. Denn ihr Bruder hat sie gepusht wie verrückt und das ist auch toll so. Ihr Bruder heißt Ben Zucker. Und hier sind die Gesangsgeschwister. Erst die zuckersüße Sarah Zucker und dann kommt das Bruderherz dazu. Wir haben uns alles gegeben, doch dann war es zu viel. Du warst müde vom Reden, ich lag wach neben dir. Wir hatten so viele Pläne, aber nie dafür Zeit. Und die kleinsten Probleme wurden zum größten Streit. Doch wenn das Abendlicht sich durch die Fenster bricht, dann muss ich raus auf die Straße. Ohne dich sind die Nächte länger, ohne dich bin ich wieder frei. Ohne dich tanze ich alleine, bis die Zeit die Wunden heilt.
dann muss ich raus auf die Straße. Ohne dich sind die Nächte länger. Ohne dich bin ich wieder frei. Also mein lieber Franz, wir haben dich in einem Schlauchboot versteckt. Natürlich ist das nicht dein Wettkampfboot, ne? Nein, aber ganz und gar nicht. Könntest du damit gewinnen? Oh, das würde sich schwierig gestalten, aber wir können das mal zusammen probieren. Glaube ich nicht. Also Olympia ist nun erst 2021, ne? Und könntest du dich dafür qualifizieren? Ja, nächstes Jahr bei den Europameisterschaften im Mai in Ivrea, ja, in Italien. Da sind die Ausscheidungswettkämpfe und darauf trainiere ich hin.
Okay, so du bekommst wirklich diese Chance. Ja. Was wir alle natürlich gewartet haben. Wir wollen unbedingt, dass du Medaille, so eine Goldmedaille mit nach Hause nimmst. Das ja, bitte uns, unbedingt die Daumen das drücken. Ist uns darauf sehr, sehr ich. Wichtig. Aber dieser Franz und dieses Boot spielen gleich noch mal eine tragende Rolle. Hier ist was richtig los am Wasser. So, wir haben die Boote neu verteilt. In einem Boot sitzt die Julia und in dem anderen Vincent Groß. So, am Rand stehen zwei Mannschaften. Männer gegen Frauen. Das ist aber easy. Es geht um die olympischen Ringe. Die müsst ihr so werfen, dass euer Mann oder eure Frau im Boot sie gut fangen können. Jeweils zwei Ringe zum Werfen habt ihr schon in der Hand. Geworfen wird abwechselnd zwischen Männern und Frauen. Habt ihr das alles bis jetzt verstanden? Ja. Ja, Gott sei Dank. Wenn ihr dran seid, dann nehmt euch ein bisschen Zeit, ne? Konzentriert euch und werft richtig, ne? Ja. Kommentiert wird es heute Abend von unser Franz hier. Er wird auf jeden Fall die Kommentare abgeben und euch anfordern wie immer, ne? So, seid ihr startklar? Yes. Ja? Seid ihr startklar? Ja! So, Franz, bitte. Bitte, hilf uns dabei. Julia, toi, toi, toi! Und ich hoffe, ihr habt genug Zielwasser getrunken. Und geh mal hin. Wie weit müssen wir raus? Ihr müsst noch ein Stückchen bitte raus. Und auf die gleiche Höhe, bitte. Ja, damit der Chancengleichheit auch gewahrt ist. Kann ich da bis hingehen zu dem roten Entchen? Ja. So, das reicht. So. Dankeschön. Möge das Spiel gewinnen oder beginnen, so man sagt. Ja. Ne? Möge das Spiel beginnen. Keiner hat gewonnen bis jetzt. So, die Damen fangen an. So, warte mal. Julia, ready? Okay, Julia fängt an. Ne? Warte mal. Oh! Hat mich rausgebracht. Anni. Oho! Alles gut? Alles gut. Okay. Okay. Super! Und weiter geht's. F einfach. Und let's go. Und los. Yeah. Yeah. Und? Wurf 2. Yeah. Ja! Ja! Sehr gut. Ja! So, jetzt kommt Laura. Ich bin bereit. Ja. Komm, Laura, gib alles. Oh! Ja. Ei, 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 ei. Oh! Yeah. So, jetzt werfen, Carsten. Jetzt werfen. Egal, was passiert. Gut, ziehen. Ready? Okay. Und. Ja! Hey. Sehr gut. Und der nächste. Das war's? Ja. Oh. Ja! Wow. Sehr gut. Die Männer voller Körpereinsatz. Voller Körpereinsatz. Ladies sind wieder dran. Du kannst schwimmen, oder? Komm, fest. Jetzt wäre kacke, ne? Ich sag's doch. Jetzt. Und los. Und nochmal! Yeah! So, hängt alles jetzt an dich. Ich kann die anderen fangen. Der Schlusswerfer. Ich bin noch nicht stabil. Und? Wenn du so weit bist. Oh, komm! Der letzte Wurf. Der letzte. Die Spannung steigt. Der Druck ist hoch. Und? Bravo! Way! Habt ihr super gemacht! So, hast du mitgezählt? Ich glaube, die Männer haben gewonnen. Nein! Jungs, das war super. Check, Andy, Besten. Check. Hammermäßig. Erstmal hier dein Lorbeerkranz. Oh, toll gemacht. Das sieht doch klasse aus. Julia, der sieht doch super aus. Ja, das sieht aus wie ein Lichtsommerkranz. Meine Jungs verdienen super geworfen. Wow, mega. So, vielen Dank alle Teilnehmern. Schön, dass das Spiel so friedlich verlaufen ist. Mit diesem großen Moment der Sportgeschichte senden wir schöne Grüße an den Rest der Welt. Julia Lindholm macht das sogar musikalisch. Das ist in diesen Zeiten eine tolle Idee. Nicht aus den Urlaub grüßen, sondern umgekehrt. Von zu Hause aus in die Welt. Hier ist unsere Julia Lindholm. Von jetzt auf gleich
einfach weg. Tausend Meilen weg von hier. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Komm, wir ziehen dorthin, wo's uns gefällt. Hand in Hand mit dir allein. Verrückt, verliebt und glücklich sein. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Steht im Stern. Sonne im Blut. Ich brauch das jetzt. Zeit für mich. Ganz egal wo. Sag dem Leben Hallo. Uns steht das Glück im Gesicht. Und den Vielen Dank, Julia. Dankeschön. Kannst du mir ganz kurz mal helfen kommen? Ja. So. Es ist nämlich so, dass Ross mir aufgetragen hat, wir haben hier so ganz viele Windlichter und die sollen wir doch alle anzünden, weil es ist auch wirklich gerade so eine schöne Sommernacht. Und wenn es nach Ross ginge, dann hätte er am liebsten Millionen Lichter. Ja, da brauchst du ja unbedingt Hilfe. Und es ist ja auch sehr, sehr romantisch. Sag mal, bist du eigentlich so ein romantischer Typ? Ein romantischer Typ? Ich würde schon sagen, so Sonnenuntergänge, Lagerfeuer, bisschen Wein dazu, Gitarre, das ist schon mein Ding, würde ich sagen, ja. Ja, ich habe nichts anderes von dir erwartet, ehrlich gesagt. aber was ich noch nicht wirklich so verstehe, ist, warum Millionen Lichter? Warum Millionen Lichter? Das ist doch völlig klar. Weil das Lied von André Stade so heißt. Ja. 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 Ja, dann wird sich ja André sich sehr freuen, dass wir so fleißig waren. Und hier ist er mit seinem neuen Titel Millionen Lichter. Ich sehe im Bahnhof Menschen, die sich wieder berühren. Seh zwei, die sich umarmen, bis sie aufhören zu frieren. Ich sehe, wie einer sich freut und plötzlich lachen alle. Dann weiß ich, dass wenn ich abstürze, ich in Liebe falle. Überall Millionen Lichter brennen, Lichter für dich und mich. Sie leuchten so hell, dass keiner mehr den Schatten sieht.
Es sind es nur zwei oder drei und dann 100 Millionen, bis wir unendlich sind. Lichter, die sagen, nur Liebe gewinnt. Ich hör, was Menschen glauben, ob es stimmt oder nicht. Wie ihr es nennt, ich glaube nur an das Licht. Ich hab auch gar keine Antwort, auch wenn wir sie bräuchten. Spür nur die Suche nach Liebe und nach diesem Leuchten. Gemacht. Ich glaube, das sind also so viele schöne, tolle Lichter. Das sieht absolut fantastisch aus. Alles brennt und ich glaube, das nur wegen deines jugendlichen Feuers. No. Okay. Aber auch, weil wir ein so gut funktionierendes Feuerzeug hatte. Ja. Aber sag mal, was hast du denn da auf? Das hier? Ja. Schick, ne? Wir haben nämlich heute nicht nur eine riesige Schlagerparty, sondern auch eine richtige Fiesta Mexicana. Und ich habe dir sogar schon Tequila bestellt, schon auf dem Weg hier, mit Zitrone und allem drum und dran. Das ist aber lieb, dankeschön. Sieht lecker aus. Ich habe hier ein mexikanisches Bier, dessen Namen ich aber nicht mehr nenne, denn den können wir nicht mehr hören. Wen wir aber noch sehr, sehr gerne hören, das sind die zwei Herren, die jetzt gleich eine zünftige mexikanische Party mit uns feiern. Hier sind für euch Andy Borg und Ross Anthony. Das ist schon mal mein Lieblingsduett. Skål! Hossa! Skål! Hossa! 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 Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute gebe ich für alle zum Abschied ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana. Es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier. Feiern noch einmal mit mir. Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana. Weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergisst. Adio, adio Mexiko. Ich komme zurück. Adio, adio Mexiko. Ich grüß mit meinem Sombrero. Te quiero, ich habe dich so lieb. Fiesta, Fiesta Mexicana. Auf der kleinen Piazza, da lacht man und singt.
Fiesta, Fiesta Mexicana, wenn zum letzten Tanz die Gitarre erklingt. Juanita, Pepe, ja, die zwei sagen noch einmal goodbye. Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt. Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Adio, adio Mexiko, ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb. Hossa, 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 hossa! Fiesta, Fiesta Mexicana, bald schon wird es hell und der Morgen ist nah. Und ich küsse Carmen Sita, denn ich weiß, die Stunde des Abschieds ist nah. Weine nicht, muss ich auch gehen, weil wir uns ja wiedersehen bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana, dann wird alles wieder so schön, wie es mal war. Hossa! La 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 la. Fiesta, Fiesta Mexicana, bald wird wieder alles so schön. Ja, du wirst sehen, darum bin ich bald wieder da. Hossa! 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 Hoi! Mega! Danke, Andy Borg! Nichts zu danken, sehr, sehr gerne. Ja. Immer wieder gerne. Immer du wieder erinnerst gerne. Dich, das Lied haben wir beim Schlagerspaß richtig. Gesungen damals. Richtig, bei SWR. Und das haben wir jetzt wieder beim SWR, ja. Fantastisch. Nächsten Samstag ist wieder. Komm. Jetzt sind wir hier, nächste Woche bin ich schon wieder im Fernsehen. Also schon langsam habe ich Sorgen, dass die Leute deswegen abschalten, anstatt einschalten. Bei dir glaube ich nicht, ich glaube, die schalten zu, ne? Das muss man auch nicht vergessen. Ich muss aufpassen, hier liegen lauter so schöne Steine rum. Und für andere, die steigen da einfach drüber und bei mir ist das aber Augenhöhe, weißt du, wenn ich hier dagegen laufe. Also ich glaube, wir haben wirklich ein Würstchen oder ein Steak verdient, oder? Oder vielleicht so, halt dachte, als Mexikaner. Ne, du sagst Würstchen und guckst mich an, weißt du? Manche Leute sagen ja, ich bin ein Wiener Würstchen. Aber bin ich nicht, heute nicht. Oder vielleicht kriegen wir einfach nur einen Maiskolben. Lass uns das mal schauen. Schön. Ja, wir gehen dahin. Genau. Hey! Maiskolben sind ja sehr gefährlich beim Grillen, weil das ist ja praktisch die Frucht, wo das Popcorn rauskommt. Und wenn da die Maiskolben und die explodieren dann, das kann bis zu ihnen nach Hause kommen dann, diese Popcorn. Ja, definitiv. Aber lieber Max, ich glaube, du merkst es, unsere Andi hat ein bisschen Hunger, ne? Das kannst das du eigentlich ja. Anbieten. Er fällt fast von Fleisch, wie ja. Man sieht. Hast du für den Ross gar nichts? Ja, für den Ross habe ich auch was, aber speziell für dich, was mexikanisch ist, natürlich am Maiskolben. Du hast gerade davon geredet. Ich finde, ja. Also, warte mal, meine lieben Max Münch, auch eine Münch heißt du, ne? Richtig, Max Münch, ja. Sorry, ja. Ist auch eine Art Spitzensportler. Er ist Mitglied der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks, ne? Aus Sachsen. Mhm. Okay. Hattest du eigentlich in diesem Jahr einige Wettbewerbe gehabt? Leider nicht, Ross. Also Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nächstes Jahr, dann geht's mit den Skills los. Quasi die Olympiade für die Fleischer und dann legen wir richtig los. Ja, da bist du sicher. Wir sind alle sicher, ne? Es wird auch wieder gut. Na, Franz, du bist auch da. Also könntest du sagen, dass Franz doch ein bisschen mehr essen soll? Ja, also der Franz, der war schon zweimal bei mir, aber ich denke, auch Maiskolben, das ist was für ihn. Nur zweimal? Jetzt. Also musst du wirklich ein Diät halten, das ist es dir wichtig, oder kannst du wirklich essen, was du willst? Ich kann essen, was ich will und ich esse auch sehr gerne und deswegen Frechheit. Stehe ich hier auch sehr gerne in der Nähe des Grills. André, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich auch Sportler geworden. Wenn ich gewusst hätte, dass man da alles essen kann, was man will. Ich wollte dich nur als Schlagersänger. Ne? Ja, ich wollte fragen, warst du erstmal ein braves Schüler halt und hast du eigentlich mehr für Sport so die Tendenz ja. gehabt? Ich war eine Kanone in Sport, ja. Keine Musik? Nein, ich war die Kanone in Sport, so muss ich sagen. Ich war immer das schlechte Beispiel. Siehst du, mach diese Übung, weil sonst schaust du aus wie der. Also würdest du gerne richtig so gut in einer Sportart sein? Zum Beispiel Schach? Das war gut, ja. Das war nein, gut, das ne? ist mir zu schnell. Das ist mir zu schnell und da muss man denken, ich wäre gern so diese gelbe Ente, die wäre ich gern. Als was? Als gelbe Ente, nicht jetzt, weil du das anhast, da schwimmt eine, die der Loriot in der Badewanne, Sie erinnern sich? Das wäre ich gern, so, das wäre mein Sport. So.
Also, liebe Badewanne André, Ente. Liebe André, ich finde dich wirklich, du bist ein toller Teamplayer. Ich liebe es, wenn wir uns sehen. Wir haben wirklich, wirklich Spaß miteinander. Kann ich nur zurückgeben. Ja, und ich meine es wirklich ernst. Es ist wirklich toll, mit dir zu arbeiten. Wahnsinn, ne? Und ich habe das auch bei unserem Duett gemerkt. Du warst sehr locker, lässig, lustig drauf. Hallo, das ist eine Musiksendung, das ist ein Spaß, das ist eine Sommerparty. Es gibt kein Lüftchen, es hat gefühlte 63 Grad hier. Richtig. Und jetzt der Griller ist direkt essen. Eine Abkühlung. Also jetzt lasse ich dich in Ruhe und jetzt darfst du wirklich was essen. Denn ich freue mich jetzt noch einmal auf Laura Wilde. An sie isst dir nichts weg, mach dir keine Sorgen, denn sie singt. Okay. Sie verbindet in ihrem neuen Song Sommergefühl mit viel positiver Energie. Und wir lieben das Leben, heißt der Song. Mehr gute Laune geht nicht. Hier ist Laura Wilde. Wenn du mal glaubst, die Welt bleibt für dich stehen. Solltest du mal in eine andere Richtung gehen. Du musst schon was riskieren, dann wartet auch ein neuer Weg. Und du wirst sehen, es kann noch so viel passieren. Wir lassen unsere Schwächen sein, werfen uns kopfüber in die Nacht hinein. Wir nehmen, was wir bekommen und lassen es geschehen. Wir lieben das Leben und fliegen mit Highspeed durch die Zeit. Auch wenn die Welt total chaotisch ist, hält sie so viel für uns bereit. In der du dich fragst, wo bleibt denn hier die Gerechtigkeit? Machst dir viel zu oft Gedanken über Dinge, die dann nie passieren. Nimm's einfach hin, alles hat seinen Sinn. Wir werden gemeinsam über Berge gehen, alle Dinge tun, zu denen wir stehen. Die Gedanken wollen fliegen und sie finden ihren Weg. Wir lieben das Leben und fliegen mit Highspeed durch die Zeit. Auch wenn die Welt total chaotisch ist, hält sie so viel für uns. Auch wenn die Welt total chaotisch ist, hält sie so viel für uns bereit. Wir lieben das Leben, unsere Träume sind nicht aufgebraucht. Was zählt ist nur der Augenblick, denn du bekommst ihn nie zurück und kein Ende in Sicht. Wir lieben das Leben und kein Ende in Sicht. Wir lieben das Leben. Vielen Dank, Laura Wilde. Oh, ich bin in diese Frau verliebt. Wahnsinn. Oh, oh, wow. Ein Hugo oder der kleine Ross. Schmeckt's dir? Oh Gott, es ist schon sehr viel Alkohol drin, ne? Natürlich, nur ein kleines bisschen. Das sagst du. Glaube ich zumindest. Also welche Getränke gingen eigentlich gut weg heute?
Also alles das, was ganz besonders spritzig war, fruchtig und natürlich ganz wenig Alkohol. Außer bei den Jungs von Feuerherz, aber das verraten wir natürlich nicht. Nee, habt ihr schon. Also, Dankeschön, ne? Prost! Also Singen und Tanzen sind leider nicht olympisch. Sonst hätte ich vielleicht wirklich eine Chance auf ein Medaillen. Aber ich kann es mit Golf versuchen. Ich spiele seit meiner Kindheit ziemlich viel Golf und sehr gut sogar. Und Golf wird bei den Sommerspielen ausgetragen. Man spielt es wieder seit 2016, denn der Sport war über 100 Jahre nicht vertreten. So eine Frechheit. So, schauen wir mal, ob ich mich qualifizieren kann. So. Oh yeah! Na du? Ja? Lust auf eine schwedische Konkurrentin? Also definitiv, ich liebe Wettbewerbe. Und soll ich dir eigentlich ein paar Tipps geben? Ja, gerne. Ja, okay, ich gut. Bin ganz... So, man nimmt erstmal den Schläger in der Hand richtig, ne? Wie ist er richtig? So, ein Hand rüber den anderen. Über, genau so. Genau, dass die beiden Damen nach unten sein, genau richtig. Und dann immer so... Die Beine ein bisschen breiter, genau richtig. Muss man da immer die ganze Zeit so. Man macht immer so einen Ententanz. Das heißt ein bisschen Tanz. Ja, genau. Du musst eigentlich deinen Schläger wegmachen, ne? Da, genau. So. Und dann mit einer Leichtigkeit. Oh! Du hast mich auf den Bahn gebracht. Wahnsinn. Das denke ich nicht. So. Okay. Ja. So, jetzt darfst du. Okay? Wir enden die Plätze. Komm, komm. So, toll. Aber, jetzt darfst du. Ross. Also ich danke dir für die Trainingseinheit hier. Ja, okay. Aber ich glaube, ich traue mich nicht, gegen so einen Profi wie du zu spielen. Oh, das ist lieb, dass du das sagst. Aber ja. Versuche mal, das kann nicht so schwer sein. Nee, weißt du was? Ich bin viel besser in Naschen. Hä? Oh, komm mal, Julia, gib mir die doch die Hälfte ab. Du weißt, wie ich Schokolade liebe. Komm. Ja, das ist richtig lecker. Ich strecke meine Hand raus. Ich kann dir leider nichts geben, weil... Warum? Wir müssen den Abstand einhalten. Okay. Aber das tun wir gerade. Du musst mir nicht an mir drankommen. Du musst es einfach nur werfen. Ja, aber vielleicht kann ich das mit was anderes gut tun. Mit was zum Beispiel? Mit Musik. Oh. Weil ich habe zwei echte Unterhaltungskracher mitgebracht. Und also den einen kennt jedes Kind. Und der andere hat jetzt Dauerstress auf Mallorca. Hast du vielleicht eine Ahnung? Ja. Aber ich sag das noch nicht. Ja. Ja. Heute Abend sind sie nämlich nur für dich hierher gekommen. Nur für mich? Nur für dich? Wirklich? Also. Volker Rosin und Micky Krause. Und sie haben noch jemanden dabei. Nämlich den Gorilla mit der Sonnenbrille. Der Gorilla mit der Sonnenbrille. Tanzt doch gerne mit Sibylle. Den Mambo tanzen beide gerne. Abends zeigt er ihr die Sterne. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Der Gorilla mit der Sonnenbrille. Ooh, la, la. Liebt es laut und nicht die Stille. Ooh, la, la. Drum gehen sie in die Disco beide. Ooh, la, la. Bille trägt ein Kleid aus Seide. Ooh, la, la. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Mit der Sonnenbrille. Braucht zum Tanzen keine Pille. Denn will er einen Mambo bringen, lässt er seine Beine schwingen. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Der
Gorilla mit der Sonnenbrille. Ulala. Macht bei Bille Kille Kille. Ulala. Dann nimmt er sie in seine Arme. Ulala. Sie ist seine Herzensdame. Oh, seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle an der Hand. Rosin und natürlich Micky Krause. Und ich danke dir, mein lieber Franz, dass du heute Abend dabei warst. Hast du wenigstens ein bisschen Spaß gehabt? Ja, ich weiß, wir sind, ja, wir sind verrückte Nudeln, wie man sagt, aber wir haben Spaß am Leben und du anscheinend auch. Ja, es war sehr schön, ja? Hier, wilder Haufen. Konntest du das wirklich genießen? Wirklich, ja, doch. Okay, an was steht dir die nächste Zeit an? Wir haben ein Trainingslager in Prag und danach sind die Nationalmeisterschaften. Und ja, da will ich mich natürlich beweisen, dass ich auch ins Team gehöre und danach sehen wir mal weiter Europameisterschaften und dann... Also heute Abend hast du dir viel bewiesen, müssen. Also, was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, dass wir auf jeden Fall alle gesund aus der Corona-Pandemie kommen und natürlich dann die olympische Goldmedaille, die will ich auf jeden Fall holen. Ja? Ja. Das schaffst du auf jeden Fall, da bin ich mir nächstes sicher. Jahr. Und ich wünsche mir, dass du noch ein bisschen bei mir bleibst, ne? Und chillst sogar. Ja, das geht am besten mit Musik. Denn es steht unser großes Finale an und wir starten unsere Finale-Tour in Rio de Janeiro.
gehen. Ich würde gerne noch bleiben, aber es ist schon spät. Es ist schon spät, Zeit umzugehen. Es ist Zeit umzugehen, die Erinnerung bleiben. Das ist alles, was zählt, alles, was zählt. Du wirst mir fehlen, doch es ist Zeit umzugehen. Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto.
Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko, Anita. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Ich bau für uns ein Nest, wo sich's leben lässt, Anita. In Mexiko, denn nur bei dir allein will ich immer sein. Oh yeah! So, meine Lieben, das war sie schon, meine Sommerschlagerparty. Ich danke all meinen Gästen und ich danke natürlich Julia und Vincent. Ihr habt mich so toll unterstützt heute Abend. Super, super, super. Danke, danke, danke. Auf meineschlagerwelt.de gibt es alle Titel der heutigen Sendung auf einen Klick. Und natürlich weitere Infos rund um unsere Show. Danke euch fürs Zuschauen zu Hause. Wir sehen uns wieder auf der Showbühne am 31. Oktober zur großen Show der langen Beine. Ich meine nicht meine, obwohl meine schöne aussehen. Dann feiern wir mit euch vom Deutschen Fernsehballett eine große Gala. Genau in 2 Wochen gibt es hier am Wasser den großen MDR-Schlagersommer mit Kim Fischer. Und da musst ihr unbedingt einschalten. Also Sweeties, macht's gut, wir sehen uns bald. Tschüss und bye-bye. Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko, Anita. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Komm, steig auf mein Pferd, sagte ich zu ihr, Anita. Fiesta ist heut, die Stadt ist nicht mehr weit, mach dich schnell bereit.